Mein Name ist Claudia Vespermann-Dreher und ich stehe in Berlin auf dem Breitscheidplatz mit Feuerzangenbowle. Aber heute bist du in Bremen. Warum? Ich bin heute in Bremen zu Besuch, um die letzten Weihnachtsvorkehrungen zu führen, da wir heute am Breitscheidplatz geschlossen haben, aufgrund des Terroranschlages im letzten Jahr. Und wo kommst du her? Ich komme eigentlich aus Bremen, habe hier in Bremen nicht die Chance, mit Feuerzangenbowle zu stehen, da hier schon zwei Anbieter sind. Und mein Mann ist gebürtiger Berliner und dadurch haben wir, sagt man ja so schön, man hat noch einen Koffer in Berlin stehen und dadurch hat sich das ergeben, dass wir in Berlin mit der Feuerzangenbowle stehen. Wie bewertest du diesen Tag heute, den Ruhetag quasi in Berlin und wie war das für dich letztes Jahr? Ich finde es richtig, dass wir heute den Toten gedenken. Allerdings hätte ich es besser gefunden, wenn wir nach den Feierlichkeiten, sprich nach dem Empfang und der Messe in der Kirche, wenn wir danach hätten aufmachen dürfen. Da ich glaube, oder ich sage mal so, der Berliner versteht es nicht so ganz, dass wir zu haben, sondern der Berliner sagt, das Leben geht weiter. Es geht mit Terror weiter. Sowieso. Und man hätte sich diesen Tag anders vorgestellt. Wie gesagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlossen haben, aber dann hätte man auch an die Toten denken können und hätte aufhaben können, damit man gemeinschaftlich zeigt, dass wir uns gegen den Terror wehren. Und ich selber habe den Tag so empfunden, ich war an dem Tag nicht im Geschäft, sondern meine Söhne und fand das auch ganz, ganz schlimm. Und dafür gibt es auch kaum einen Ausdruck, wie viel Angst man hat. Aber wenn man erst in Berlin wieder ist und einmal dort gestanden hat und auch eine Kerze angemacht hat, man muss immer damit rechnen oder man muss weiter denken und wir leben jetzt. Wir können das, was passiert ist, können wir nicht wegmachen. Es ist einfach so und wir müssen weiterleben.